So Leute, willkommen bei Zelda Link to the Past. Jetzt bei mir hier, bei Alu, bei der Pianist LP, wenn ihr mich nicht kennt. Und yo, wir sind im ersten Tempel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Steuerung so ist. Muss erstmal gucken, weiterspielen natürlich. Und wo kann man die Karte dann aufrufen? Kann man die Karte irgendwo aufrufen, oder? Ah. Also die Karte. Okay, gut. Dann wissen wir das auch hier. Ich kenne das Spiel, aber nur vom Zusehen. Also ich weiß sicherlich nicht alles. Mal gucken. Wow. Na, kommt her, ihr Penner. Wow. So. Drüben ging es eh nicht weiter. Okay. Gut. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander, weil ich ja momentan noch ein paar andere Zelda-Spiele spiele. Wow. Wow. Oh. Penner. Ach, ja. Gut, bis zuletzt. Mal sehen, was hier oben. Oh, schöne Truhe. Alles klar. Wow. Alles klar. 100 Rubins. Ich meine, Rubine haben wir hier echt genug, ey. Ohne Scheiß. Ich hoffe... Oh, shit. Habt ihr das gerade gesehen? Da kommt doch so ein großes Ding. Da kann man ja gar nicht ausweichen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Rubine haben wir genug. Also... Da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ich frage mich allerdings, wie viele Rubine kann man eigentlich bei sich tragen? Na, das werden wir sicherlich rausfinden. Was haben wir denn da? Die Tür auf. So, aber ich will mich jetzt erstmal weiter hier umgucken. Scheiße ist natürlich, dass man hier nicht so schnell laufen kann. Was geht da? Toll, da geht die Tür wieder zu. Und wieder auf. Toll. Wahrscheinlich führen die Wege... nee. Sind wahrscheinlich wieder so Skelette, die einen anspringen. Geht weg. Und jetzt könnt ihr nicht mehr entkommen. Oh Gott, Hilfe! Was muss man hier machen? Was mit den Typen da? Nein. Ah, das ist ein Schalter. Warte mal, ich gucke aber erstmal unter den anderen nach. Vielleicht ist da irgendwas. Aber die Gegner kann man, glaube ich, nicht einfach so mit dem Schwert besiegen. Das war so. Glaube ich. Da haben wir schon die Karte. Na, das ist doch. Können wir doch gleich mal gucken. Wie wechselt man eigentlich die Karte? Kann man da irgendwie hoch und runter steuern? Ja, stopp das mal weg, da klicken. Anscheinend kann ich dann nirgendwo rumschalten. Naja. Kann man da runter? Oh, da kommt runter. Ach so. Oh, ich hab gedacht, das geht in ein tieferes Geschoss. Geh weg. Runterspringen kann man, glaube ich, nicht, ne? So, wir hatten aber noch eine Tür auf der anderen Seite. Da waren wir ja auch noch nicht. Und die ist auch schon dazu. So, open the door, please. Wahrscheinlich ist der Schalter für alle beide Seiten. Wo? Na, da ist ein toller Hecht. Aber ich brauche die ja gar nicht. Komisch, die greifen ja noch gar nicht an. Also so direkt jetzt. Oh, was ist hier los? Wo? Aha. Komm, dann machen wir hier so. Ah, das war jetzt dumm. Ich bin es gewohnt, dass dieser Ding schneller schaltet. Also, dass er schneller in die Richtung schaut. Weil ich momentan auch Skyward Sword spielen, das neueste. Ich hoffe, ich habe das gut ausgesprochen. Ja, richtig, oh Kompass. Ist auch ein ziemlich, boah, ziemlich geiles Spiel. Und natürlich etwas neuwertiger. Also hier. Link, ich bin es, der Dorfälteste. Sasrala. Sasrala, okay. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen.
Lass ihn dir nicht entgehen. Oh shit. Kennen wir den jetzt gleich? Warte mal, stopp, stopp, stopp. Schieberätsel, sehr wenig. Schieberätsel, das ist eigentlich Geschieberätsel. Ah, das ist also der gepanzerte Gegner. Oh, scheiße, ist jetzt die Tür zugegangen? Nee. Da ist doch eine Kiste. Gucken wir doch gleich mal rein, ne? Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl großen Schlüssel. Jetzt brauchen wir sogar Schlüssel für die Truhen. Ich krieg gleich am Rad. Pfeil, ich habe irgendwie eh das Gefühl, dass das der Bogen sein soll, oder? So, jetzt mal hier. Jetzt können wir da hoch. Mal gucken, was da ist. Oh shit. Wow. Oh, da ist ein Knopf. Da geht die Tür auf. Oh, Hilfe. Links, hier. Schlüsseltür. Vor allem, wenn wir den Rubino sehen können. Das war ein Schwachsinn. Wow, das ist was. Wow, ein Penner. Wow. Tschüss, Mom. Wow. Oh. Die sind in die Zange nehmen. Kommst du her und stirb. Und wo ist der letzte? Da. Keine Belohnung. Muss noch einer hier sein, ne? Naja, anscheinend nicht. Ah, das ist ein Schlüssel. Super. Ob man mit diesem Schlüssel die Tür. Ich meine, die Truhe aufmachen können. Ich meine, die Tür werden wir auf jeden Fall aufmachen können. Dann machen wir erstmal die Tür auf. So, lass mich rein. Da sind wir hier. Ist das jetzt eine Abkürzung oder? Ne, das ist die Boss-Tür. Oh, du nervst, du nervst. Die Viecher können wir noch nicht besiegen. Wieso kreisen die da um das eine herum? So, warte mal, nehmen wir nochmal die Bomben. So, klappt das? Natürlich nicht. Was geht denn hier? Da geht gar nichts. Gut, dann haben wir hier noch nichts zu suchen. Ah, ich rüste mal wieder das hier aus. Geht das so einfach, oder? Stopp, stopp, stopp. Ja gut, wir müssen da drüber. Na, das habe ich auch nicht raus, aber das haben wir jetzt schon. Oh, ja, das war jetzt unfair, ey. Das kann ja gar nicht sein. Ne? Also muss ich die Tür da oben auch wieder aufmachen. Gut. Können wir hier wieder raus. Habt ihr eigentlich dieses Spiel schon mal gespielt? Oder habt ihr euch auch nur wo angesehen? Oder seht ihr? Ich meine, wenn ihr das seht, seht ihr es euch ja gerade an. Ist ja klar. Oh Gott. Geh weg. So, dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Und hier war ja noch unten was. Ja, das will er nicht schieben. Hä? Ist aber scheiße. Toll. Super Link. Klasse. Aber wo war ich jetzt noch nicht? Oben, aber da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Das ist doch scheiße. Aber hier muss ein Schlüssel landen. Ah. Oder irgendwas anderes. Aber die Gegner kann ich nicht besiegen. Ich weiß jetzt nicht. Das was bringen, wenn ich jetzt nur die Skelette fertig mache? Eine Bombe. Oh, so, tschüss. Vielleicht hätte ich mir den Schlüssel doch aufheben sollen. Fragezeichen. Naja, wir gucken erst einmal, gucken erst mal.
Und dass man hier nicht rumschalten kann, finde ich ja wenig dumm. Weil die Karte ist ziemlich klein, da sieht man zwar die große Truhe da in der Mitte. Aber wir haben nur noch eine Truhe? Das kann doch gar nicht sein. So dumm. Und ihr seid auch dumm. Gut, ich bin fast am Sterben hier. Schon lange keine Herzen mehr gefunden. Hier war ich doch schon. Vielleicht kriege ich hier Herzen. Hier gab es ja, glaube ich, diesen Schlüssel. Oh. Alter. Geh weg. Alter. Boah, ich sterbe hier gleich. Oh. Ich bin so immer fertig. Okay, wir haben ja Feen, aber ich möchte nicht gleich hier verrecken. So, müssen wir da rein noch? Da kommen wir eigentlich wieder nur diese Abkürzung da, wo wir wieder rüberkommen. Oh Mann. Ich werde diesen verdammten Schlüssel noch finden. Der ist bestimmt hier. Von da oben ist immer. Ist auch so eine komische Tür. Das ist verschlossen. Man braucht so einen Schlüssel. Eigentlich brauchen wir noch drei Schlüssel. Oh shit. Ach, die kann ich auch so besiegen. Ah. Das ist natürlich interessant. Geh in die Ecke und heul. Hey. Kleiner Pendel. So, jetzt killen wir nochmal den. Mal sehen, ob dann was passiert. Oh. Ah. Wow. Aha, da haben wir doch was. Oh ja. Das ist ein großer Schlüssel. Toll. So, den nehme ich jetzt aber erstmal mit. Weil es hieß ja, ich bräuchte den großen Schlüssel. Ich weiß, der piepst du. Nervt, der piepst du. So, diesmal werde ich nicht drauf einfallen, oder doch? Oh nein! Welch peinlicher Moment. Oh Gott. Dass die ein ganzes Herz abziehen, diese Penner. Ich hab das einfach nicht gesehen. Oder ich hab's rausgeschnitten. Nee. Ist ja egal. Ich fehle halt gerne am Anfang eines Let's Plays, aber. Ey, Kumpel. Wow. Du musst auch. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich bin noch viel zu hastig, ne? Immer so, oh Gott. Wow. Ah, so. Jetzt bekomme ich ein Herz. Jetzt. Hey, Kumpel. Hallo. Wow. Und dafür gibt's nichts. Ah, cool. Na ja, dann machen wir die Kiste auf. Oh, der Bogen! Krass. Nee. Nein, 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 nein. Oh, geht's weg. Was ist denn da? Tschüss, Mann. So, was kann man jetzt mit dem Bogen an? Nein. Nein. Starttaste. So, Bogen. Jetzt kann ich hier kräftig rumballern. Kann ich jetzt eigentlich mit deinem Schlüssel immer noch hier rum? Schlüssel? Stimmt, ich kann nur die Tür aufmachen. Gut. Da fällt mir allerdings was ein. Da war ja noch eine Tür. Oh, ach, ich kann. Weißt du, da bin ich immer gewohnt, beim Schwertschlag auch nach links und rechts zu hebeln.
Nein. Da haben die falschen Tasten gedrückt. So. Genau das. Wow. Oh, jetzt bin ich ein wenig leiser, weil ich so Concentration bin. Boah. Toll. Ja, oder auch nicht. Geht weg. Ja, da können wir die Töpfe nicht zerhauen. So, da gehen wir mal als erstes hier rein. Da ist die offen. Wow. 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 Ah, doch noch erwischt. Ich erwischt halt jedes Mal irgendwas. 661 Rubine schon, Leute. Das kann doch nicht sein. Hat das hier kein Ende? Oder geht's nach oben? Ah, da sind wir schon beim. Autsch. Kann ich die eigentlich auch mit dem Pfeil und Bogen abschießen? Oh nee, alles klar. Hä? Ah. Oh Gott, ich bin schon wieder am Sterben. Oh Gott, Hilfe. Wow. Hurts, genau, das brauche ich. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Das habe ich noch gewusst, ey. Mann, da sind wir ja schon jetzt bald beim Boss, aber da war doch noch eine Tür. Mann, konzentrier dich, Junge. Oh Gott, da ist jetzt so ein roter, der hält bestimmt mehr aus. Wo habe ich eigentlich diese Energie verbraucht? Hallo. Oh fuck. Wow. Na Kumpel. Hallo. Toll, zwei Schuss. Oho. Na Scheiße. Toll. Einmal wie streng. 20 Rubine. Hier können wir fett absauen. Ein Herz. Komm, noch ein Herz. Dann habe ich schon wieder. Okay. Warte mal, die Teile hebe ich mir jetzt mal auf. Ja, ich hab's mir schon gedacht, wieso ich die aufgebe. Eins, zwei. Bäm. Und tschüss. Jetzt noch ein Herz und dann haben wir es. Nicht okay. Wow! Wow! Einfach mal draufballern! Wow! Ah, die formieren sich dann immer neu! Boah! Also ich muss aufpassen! Sonst hab ich keine Pfeile mehr. Wow! Du Penner. Das ist echt zu einfach jetzt. Und tschüss, Mann. Hey. Du, 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 du. Wow, da mal. Oh Gott. Ach, deshalb kann man, glaube ich, auch keinen 3-Herz-Run hier machen. Man muss den Herz-Container erst nehmen, bevor das Ding da auftaucht. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Schalach... Schalachralach... Nee. Sasrala... Nee. Doch, Sasrala. Ach, egal, jetzt fehlt nur noch 2 Amulette. Yeah! Aber da war doch nur eine Tür! Oh, sorry.
Bildverdunklung, wie immer. Stopp, Mann, ich muss noch mal rein. Ja, die Musik ist geil. Man, schon 20 Minuten, ey. Da war noch was. Ich muss noch mal rein. Sorry, dass ich euch jetzt damit belästige, aber es ist so. Es gibt keine unvollendeten Aufgaben in meinem Let's Plays, hoffe ich mal. Okay, vielleicht doch. Lass mich runter. Wow, wow, wow. Oh, jetzt wird zu früh geschalten. So, wo waren das? Das war da links. Ach, da komme ich nicht runter. Lass die. Ach Gott, eigentlich dumm. Naja. Moin Kumpels, was geht? Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch. Geh weg. Naja, du bist klasse, du bist klasse. Aber ihr habt ja gesehen, da war noch eine große Schlüsseltür und eine kleine Schlüsseltür. Oh, jetzt. Na okay, jetzt komme ich auch zu der kleinen Schlüsseltür erstmal. Bla bla. Ja, mit euch beschäftige ich mich nicht. Genau, hier war. Dahinter war die kleine Schlüsseltür. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach nee. Ah. Nee, die haben wir ja aufgemacht. Ja. Stimmt, das ist wahrscheinlich als Treppe markiert, oder? Ah, stimmt, das ist als Treppe markiert. Aber da war noch was. Da war noch eine Tür. Wow. Wahnsinnig aggressiv. Wie verbrauche ich eigentlich diese grüne Energie mit meinem. Wahrscheinlich mit meinem Wirbel. Oh Mann, die Karten, ne? Die Karten sind so scheiße. Ah, genau, hier war das. Ah, falsche Taste, Mann, du sollst schlagen. Boah, 20 Rubine. Boah, ich hab schon 729, ey. Ach, ja, ja. Genau hier, da drüben war das, genau. Genau hier oben. Was war denn da? Da kann ich sogar rein. Ach so, da komme ich nur da lang. Aber da komme ich schneller raus. Genau. Dann haben wir die Tür auch geöffnet. Ich weiß, das war jetzt wahrscheinlich total sinnlos, aber. Das müsste mal gesagt werden. Und dann können wir uns jetzt aufmachen zu. Schala Schlaska, oder wie der Typ heißt. Ja, machen Abgang. Nee, und tschüss mal. Wow. Okay. Ninja Killer. Oh Mann, ich hab kaum Pfeile, ey. Och, wisst ihr, was ging mir aus den Augen, Kumpel? Und tschüss mal. Und ein Herz. Scheiße, dass man die. Töpfchen hier in dem Spiel nicht mit dem Schwert einfach kaputt hauen kann. Das ist wesentlich angenehmer, als sie dauernd hochzuheben. Aber ihr seht schon, ich bin ein ziemlich risikoreicher Spieler. Ich nehme da keine Rücksicht auf Verluste. Oh Mann, ich muss den ganzen Scheißweg wieder. Aber diesen muss ich ja nicht ausweichen. Wenigstens ist Link etwas schneller als die Kugeln. Ja, tschüss mal, tschüss mal, tschüss mal. Wieder 11 Rubine. Und Arrivederci. Erster Dungeon. So, mal meine Mauserwing bewegen, dass hier wieder der Bildschirm pausiert. Aber der Schala Schaska oder wie der heißt, der war hier gleich um die Ecke.
Ja, ich weiß, der heißt nicht Scholaschaska, aber Scholaschaska hört sich irgendwie cooler. Wow. Du machst einen Abgang. Wow. Mit einem Schlafdruck. Na komm, Link, spring und erleben. Wie lange hat er mal braucht zum... Moin, Tippi. Oh. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie des Königshaus, das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachten auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse. Um für die sieben Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Link, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Wow. Jui, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Halte A gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Okay. Und wo ist der Hylia-See? Der Hylia-See? Ja, ich kann die Karte bitte nicht aktivieren. Dann zeig's mir jetzt. Der ist da unten anscheinend, östlich des Hylia-Sees. Das müsste ganz rechts sein, da. An diesem Zipfel da. Alles klar, jetzt können wir richtig schüren. Das ist doch geil. Ach so. Warte mal. Wow. Und ich muss so rumschüren hier, ihr Penner. Aber ich möchte jetzt mal zurück ins Dorf, bevor wir uns... Boah. Geht weg. Ja, das ist doch nicht wahr. Oh, die Musik, ne? Da könnt ihr den ganzen Dorf zuhören. So. Jetzt müssen wir da ganz darüber latschen, dass es so weit ist. Oder muss ich da überhaupt hin? Ich meine, wir haben so viel Kohle. Wir müssen doch irgendwas mit anfangen können. Ja. Das können wir mal wieder ausrüsten. Ist gar nicht so weit. Jetzt sind wir schon wieder im Schloss. Okay, tschüss. Wegversperrte. So ein Rotz. Machen wir das Mikro weg. Über, dass ich mich wegen gechillter hinlegen kann oder hier hinsetzen kann, besser gesagt. So, servus Kumpels, nix los, alles klar. Na Krabbi, falsches Spiel, Kumpel. Der eine ist wieder am Ausspacken, der andere ist immer noch am Friedhof ausgraben. Autsch. So viel zu risikoreich. Gott, nur noch eine Minute, Leute. Nein, der Part ist gleich schon wieder vorbei. Aber da war doch richtig spannend. Das ist doch richtig toll. Und hinter mir sind Dutzende Leute her. So, jetzt sind wir schon da, ne? Na, super. Da oben ist der Wahrsager-Typ wahrscheinlich. Hört sich das so die Kakariko-Bucke, ey. Heißt das Dorf nicht auch so? Mal, wo wollte ich jetzt hin? Wo ist denn dieser Shop hier? Gibt's hier überhaupt einen Shop? Ah! Kumpel? Kommst du her? Oh! Hau da ab! Pass mal auf! Erstaunlich, wie schnell du laufen kannst! Bei deinem Tempo muss es sehr leicht gewesen sein, Zelda zu entführen. Dabei machst du gar nicht so einen üblen Eindruck. Sei es drum, wenn du so schnell bist, solltest du deinen Schwung ausnutzen. In der
In den Zweigen der Bäume im Dorf hängen oft nützliche Sachen. Rempel sie mal an. Aha. In den Zweigen der Bäume. Oh Gott. Na toll. 5 Rubine. Richtig übel. Wow. Na, jetzt haben wir hier eigentlich nichts mehr. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt den Part beenden, Leute. Und wir werden uns dann... Jetzt ist der schon wieder da. Und der holt immer noch ab, der Vogel. So. Nee. Ja, eigentlich wollte ich den Part hier beenden, ne? Ja, eigentlich, aber ist so schön. Ich möchte irgendwie weiterspielen. Na okay, ich kann ja weiterspielen. Na egal, das gucken wir uns dann hier erstmal an, wo hier wirklich ein Shop ist. Ich habe keine Ahnung, ey. Nein, da will ich nicht rein, oder will ich da rein? Nein, ich will nicht rein, gut. Alles klar, Leute, dann beende ich hier den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part bei A Link to the Past. Oh ja, hallo.